Nagelkunstradio von und mit mir, Nails Coffee and Tea. Ihr Lieben, ich habe so eine Idee, die wollte ich mit euch zusammen jetzt am Tisch arbeiten. Beziehungsweise, mein Handschuh ist gerade wieder, macht schon wieder Akustik. So, Handschuh ist an. So, gut. Ich wollte etwas arbeiten, was mir eingefallen ist. Und das war ein ganz komischer Gedanke. Den teile ich jetzt auch gerade mit euch. Aber bevor ich jetzt noch irgendwas sage in Sachen Nagel, Design-Idee, vorweg ein paar nette Worte. Ich möchte Danke sagen, jetzt schon mal hier, für diesen Quantensprung, für mich Quantensprung. Ich weiß, jetzt lachen wieder welche und liegen auf dem Bauch. Unter 100 und jetzt macht sich schon was auf Quantensprung. Ja, ich muss trotzdem Danke sagen. Ich muss Danke sagen für diesen Wahnsinns-Support, für diesen Wahnsinns-Sprung in Sachen Abonnentenzahl. Das hat mich echt erfasst und mein Herz ging auf. Und ich habe auch zwei liebe Kommentare bekommen, die mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben haben vor Freude. Kennt ihr das, wenn man vor Freude so überschwappt? Ich bin hier rumgesprungen wie so ein kleiner Flummi vor Freude, weil das so, so lieb war. Und sich das auch so gefühlt, echt und direkt transportiert in mein Herz ging. Und da wollte ich Danke sagen. Das passiert sehr selten, dass mich Menschen rühren mit lieben Worten. Das macht eigentlich nur meine Familie. Und ich muss echt sagen, also nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt weine, ich grinse, ja. Ich war sprachlos und ich wusste auch gar nicht, da kam so viel Liebe rüber und ich möchte das zurückschicken. Also ihr zwei, die ihr mir hier vor kurzer Vergangenheit so liebe Kommentare geschrieben habt. Ich habe leider meine Namensliste hier nicht stehen, weil ich notiere die Namen, die für mich sichtbar sind, an Abonnenten, weil ich möchte auch euch dann irgendwie mal wieder zwischendurch mal direkt einen Dank aussprechen. Wenn das irgendjemand nicht möchte, dass er irgendwie erwähnt wird im Video, dann muss er mir das irgendwie mitteilen. Keine Ahnung, wenn ich über E-Mail Kontakt. Ihr findet hinten in meiner Kanalinfo auch meine E-Mail-Adresse, speziell für YouTube-Geschichten kommunikativer Art und Weise, können darüber laufen. Wer sich nicht öffentlich äußern möchte, kann das gerne dahingehend tun. Aber ich muss echt herzliches Dank dafür sagen. Ihr seid Zucker auf meiner Seele gewesen, ihr zwei. Dann wollte ich jemanden noch mal ganz besonders hervorheben, und das ist nun mal die Initiatorin oder die Initialzündung für diesen Kanal, Patty. Herzlichen Dank noch mal, wirklich. Ich muss jetzt schon wieder mit meinen Tränchen kämpfen. Du hast den Startknopf gedrückt, und ich muss das noch mal ganz klar sagen: Wenn Patty nicht gewesen wäre, wäre ich nicht hier auf YouTube auf die Plattform gestiegen. Nie und nimmer. Ich glaube, dann hätte ich noch wochenlang, monatelang, nee, doch, Spiel gemacht. Und das gibt mir so, so viel Freude. Und ich schenke gerne Freude, ich schenke gerne Herz. Und es kommt tatsächlich was zurück, ja. Manchmal fehlt uns das im Alltag so ein bisschen. Und vielleicht ist das auch gerade so, die Außenwelt ist so abgeschnitten von allem. Und das ist für mich jetzt auch ein Kanal, oder ein nach außen dringen in die Welt, um einfach noch Kontakt zu haben, weil, geben wir es doch alle mal zu, es ist im Moment nicht leicht, für uns alle nicht leicht, und man zieht sich dann gerne ins Schneckenhäuschen zurück. Und ich hatte eigentlich so den Input, schenk einfach was fürs Auge, sprich Design und vielleicht auch wirklich dein Ich, indem du vielleicht auch Unterhaltung schenkst, die so ein bisschen ablenkt. Das war es dann nachher im Endeffekt, und Patty war derjenige, der mir in den Hintern getreten hat, um zu sagen, hey Mann, mach doch einfach. Danke, Patty. Danke, danke, danke. Ich weiß gar nicht, wie ich es... Ne, ihr Herzchen. Ich habe dich ganz dolle, dolle gern, wirklich. Es freut mich, auf Insta mit dir auch Kontakt zu halten. Ach ja, übrigens, schaut ruhig bei ihr auch vorbei. Ich habe es, glaube ich, schon mal genannt. Sie ist auf Insta zu finden. Jetzt weiß ich gar nicht... Ich glaube, PG Nails. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, schreib es doch hier unten in die Kommentare rein. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, weil ich so geflasht bin und so ergriffen bin von so vielen lieben Kommentaren. Und vor allem neue Follower, wo ich eigentlich, oder Abonnenten heißt es ja hier viel mehr,
was ich nicht erwartet habe. Ich erwarte das wirklich nicht. Und ja, ich freue mich über jeden Einzelnen und freue mich auch weiterhin auf den regen Austausch. Jetzt quatsche ich schon wieder so viel. Oh, ich wollte einfach nur Danke sagen. Danke, danke, danke raus zu euch. Ganz viele Herzchen, fühlt euch alle gedrückt und lasst uns einfach hier Spaß haben und Inspiration. Genau. Meine Inspiration kommt heute von dem sonntäglichen Mittagessen aus früherer Zeit. Jetzt denkt der ein oder andere, was wird das jetzt bitte? Das kann ich euch sagen. Ich stamme aus einer Zeit, oh, was bin ich schon so alt? Ja, ich stamme aus einer Zeit, wo es montags bis samstags das Alltagsgeschirr auf den Tisch gab und sonntags der absolute Sonntags- und Feiertag war, sprich auch in dem Dinner, im Zelebrieren des Dinners und zwar mit einem anderen, mit einem hochwertigen Geschirr auf dem Tisch. Das Mittagessen war dann was Besonderes und man hat dann auch das anständige, gute und hochwertige Geschirr rausgeholt und das war dann Farbe. Da war dann plötzlich Farbe auf dem Tisch. Also von montags bis samstags war es einfach nur trist. Fragt mich jetzt nicht mehr, was das für eine Farbe hatte, keine Ahnung. Es war jedenfalls nichts Besonderes. Und sonntags, wenn das Geschirr auf den Tisch kam, war es dann tatsächlich Sonntag. Also man konnte dann feststellen, ja, heute ist wieder Sonntag. Wenn man den Wochentag nicht wusste, spätestens beim Mittagessen wurde es einem dann klar. Warum hole ich so weit aus? Ja, ich möchte das jetzt auf die Nagel zaubern. Diese Kombination von Weiß und Blau. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der so in meinem Jahrgang eben ist. Es gab auch noch Weiß und Rot. Also es war so ein bäriges Rot. Ja, das gab es auch. Also man hatte quasi noch die Qual der Wahl, sonntäglich entweder Rot oder dann eben dieses Bärige zu wählen. Der Untergrund ist nicht wirklich weiß gewesen, eher so beige. Was aber typisch ist an Geschirr, ist das Friesengeschirr. Und ich oute mich jetzt mal, ich bin ein Nordlicht, also ich bin ein echter, waschechter Nordfriese. Hier und da hört man es noch. Aber eben das Friesengeschirr hat weiß im Untergrund und die Schnörkelchen und Blümchen sind dann quasi in blau. So, genau. Wer jetzt von Mu Norden kommt, outet euch mal, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe Heimweh. Ich habe furchtbares Heimweh. Ich vermisse die Salzluft. Ich vermisse das Meeresrauschen. Ich vermisse den Schlick. Ich vermisse das Strandlaufen. Ich vermisse das einfach alles. Ich vermisse den Geruch der Fischerboote, die Krabbenbrötchen. Oh, ich vermisse das alles so. So schade. Irgendwann packe ich meine Koffer und komme zurück nach Hause. Ja, so. Genau, und wir zaubern jetzt quasi das sonntägliche Geschirr auf den Fingernagel. Lasst uns nicht mehr lange reden. Ihr habt jetzt viel Spaß gehabt und Input und ja, Grüße sind auch rausgegangen. Ich werde demnächst, wenn es für euch okay ist, wieder namentlich mal meine neuen Abonnenten nennen und mich persönlich bedanken in einem Video, vorab, mittendrin oder hinten dran. Mal gucken. Ja, ich kann euch auch nur sagen, schaut ruhig. Ich habe hier und da, das mache ich ja auch. Aber dann denke ich immer, nee, komm, lass laufen. Schaut euch meine Videos wirklich bis zum Ende an, weil manchmal sind meine Quick-Tipps auch in der Mitte erst platziert oder kurz vor Ende. Sonst verpasst ihr meine Quick-Tipps, weil wie gesagt, wir arbeiten alle so unterschiedlich und auch ich arbeite jetzt hier auch ein bisschen anders als alle anderen. Aber das ist nur eine Kleinigkeit, die ich anders mache. Also weiß grundiert und dann wird das ausgehärtet. Ich brauche noch einen Tippständer. Ich bin wieder professionell, unprofessionell vorbereitet. Es tut mir leid. Ihr wisst es ja. Nichts ist hier gestellt und das bleibt auch so. Ich liebe das auch, wenn das echt ist. Und das ist dann halt auch die Unterhaltung. Wie sieht denn mein Tippständer aus? Der ist ja so gemattet. Ich glaube, hier muss ich noch mal drüber. Ich brauche noch mal einen Patterfix und dann machen wir gerade den nächsten. Ich muss es jetzt wieder getrennt machen, weil die Aktion als solches muss jetzt mit einzelnen Tipps muss das gearbeitet werden. Ich ärgere mich über diese Teile hier. Sie fliegen, die Magneten sind einfach Schiede. So, nichts Gutes. Aber gut, wir lassen uns jetzt nicht davon beeinflussen. Lass mich überlegen. Wir machen erst den kleinen. Weil der Kleine ist der Feine und den möchte ich gerne
komplett blau machen. Wartet, ich möchte nämlich ein bisschen mixen und matchen. So. Der kriegt gerade ein blaues Fullcover verpasst. So ein bisschen muss es, das ist so ein Glasgel, ihr kennt das glaube ich auch schon. Ich habe hier und da von der Firma schon öfters dieses Blau, glaube ich, mal gezeigt. Ich weiß es gar nicht, oder war es das Lila? Ich glaube, es war das Lila. Entschuldigung. Das ist nicht ganz deckend. Also hier, dieses, das ist ein schönes Tintenblau, ne? So Pelikanblau halt. Ups. Pelikan ist in dem Fall natürlich, obwohl das ja Unsinn ist, ne? Aber es ist natürlich jetzt wieder ein Tintenblau. Wir streichen es ersatzlos, dass ich das jetzt gesagt habe. Da brauche ich halt einen zweiten Aufstrich. Aufstrich. Anstrich. Auftrag. Wir einigen uns weiterhin auf Auftrag. Anstrich. Ich muss gerade an Nutella denken. Aufstrich. Da ist die Verbindung gleich wieder hergestellt. Ja. So, ein zweiter muss her. So. Ja, und ich arbeite jetzt hier gleich mit dem Blooming Gel. Beziehungsweise, ich habe ja das von Rockstar Nails. Neigt sich dem Ende. Ich leere jetzt alles mal, was ich am Tisch habe. So, weiß hätte ich auch noch gleich aus. Dann machen wir gerade noch den zweiten. Und dann legen wir los. Was mache ich heute? Ja, es soll natürlich floral werden, weil dieses Design auf den Tellern war auch, na, es war eher so Bauernmalerei, aber in einfarbig. Aber die, also unsere Teller damals, die waren halt so mit landschaftlichen Gebilden oder landschaftlichen Hintergrund, Felder, Kinder, die mit Hüten spielend auf dem Feld oder auf der Wiese unterwegs waren und im Hintergrund Bäume und so Landschaftsbilder eben. Nicht landwirtschaftlich, haha, Landschaftsbilder. So, das ist die Kombi. Genau. Jetzt muss ich hier gerade wieder drüber greifen. Ja, und das ist mir doch auch haften geblieben und deswegen habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja, so. Ja, der ist halt wirklich mehr ein Glasgel, da muss man halt 2 bis 3 Schichten. Ich spare mir jetzt die dritte. So, dann habe ich mir hier ein Kleckschen hingearbeitet und jetzt kommt schon mal die erste Runde. Und dann machen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen was in Sachen Rosendesign. In Weiß mit Bleu. Ah, es ist schon richtiges Blau. Und ich fand das eigentlich, erst habe ich gesagt, na, weiß und blaue Rosen. Ja, und dann kam aber dann doch dieses Geschirr wieder hoch. Und da denke ich, warum nicht? Hast du gleich eine Geschichte zum Video dazu? Einmal Griff in die Vergangenheit. Seid da immer ein bisschen, will nicht sagen sparsam, aber tragt nie zu viel von diesem Untergrund, von diesem Flower oder Blooming Gel auf. Weil sonst kann euch das passieren, dass es gar nicht funktioniert. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich meine Röschen mache. Ich nehme ein Tröpfchen auf. Ich habe hier einen dreifach Nullpinsel, also ganz, ganz dünne. Nehme ein Tröpfchen, da seht ihr es. Ich möchte jetzt einfach, ja, einfach so ein bisschen schräg arbeiten. Das heißt, ich suche mir so ein bisschen, also nicht unbedingt die Mitte, und mache jetzt hier erstmal hier so mein Röschen, das Innenleben des Röschens. Wartet, ich möchte das noch ein bisschen ranziehen. Ja, hier muss man halt ein bisschen schneller arbeiten. Und mache mir meine Rosendesign. Also halt darauf achten, dass ihr da zügig seid. Seht ihr das? Ich arbeite ein bisschen anders. Ich bin jetzt gerade mal ganz still, aber ich erkläre es euch gleich, was ich de facto anders mache. Kriegt ihr gleich zu sehen. Und so, da stoppe ich jetzt. Dann setze ich mir hier noch ein kleines Röschen hin. Jetzt habe ich meinen Finger erwischt, gell? Das ist nicht schlimm. So. Das ist das Röschen. So, eine kleine dünne Linie. Das lassen wir springen. Jawohl. So, dann setze ich mir hier noch. Also ihr müsst halt darauf achten, dass ihr den Pinsel schön steil nehmt. Dann ist natürlich die Pinselspitze auch schön in ihrer Spitze.
Ganz schöne Linien ziehen. So. So. Da ist es. Aufspringen lassen, aufspringen lassen. Und das erinnert mich eben an dieses Service, an dieses Tafelservice aus der alten Zeit, wo ich dann als Kind immer genau wusste, heute ist Sonntag. Genau. So, ich lasse das noch ein bisschen arbeiten. Dabei hole ich mir meinen blauen wieder. Der kommt in die Lampe, das reicht mir. Ich will es nicht ganz aufgehen lassen. So. Der blaue kriegt gerade noch einen zweiten. Nee, Quatsch, wir haben ja schon den dritten. Ja, das ist halt blöd, also diese Glasgele. Aber ich habe kein vergleichbares Blau, was so strahlt. Alles andere ist schon wieder eine Abtönung. In Jeansblau oder in Hellblau oder ja, den härte ich auch nochmal mit aus. So, und dann machen wir es gleich nochmal. Und während das aushärtet, erkläre ich euch jetzt gerade mal meine Art. Ach nee, er ist schon fertig. Gut, machen wir erst den anderen nochmal vor der Linse. So, gerade versiegeln. Oder machen wir matt? Nein, wir versiegeln hochglänzend. So, ich gebe dem gerade was drauf, weil der bleibt so. So schön versiegeln und fertig. Kommt da gerade in die Lampe. Das Thema auch durch. So, gut. Und ich zeige euch jetzt auf dem Blatt mit dem Stift. Blatt mit dem Stift. Ich muss noch einen Nagel blau machen. So, so. Wartet mal, hat der eigentlich eine... Ja, der hat eine Schwitzi, habe ich schon fast vergessen. Ich nehme die halt wirklich nur hier für solche Malgeschichten, diese Polisher. Gel Polish. Ach so, habe ich das schon mal erwähnt? Diese Beetle-Geschichten finde ich auf Amazon nicht mehr, diese Fläschchen. Ich wollte ja gerne noch ein paar mehr haben an Farben. Und ich habe mir das aber auch schon gedacht, dass dieser Name wahrscheinlich Probleme machen wird im deutschsprachigen Raum auf Amazon, weil... Bisschen setzen lassen, weil der ist geschützt, der Name Beatles, so viel ich weiß oder was ich vermute letztendlich. Ich zeige euch nochmal das Fläschchen. Ich habe die eingegeben, ich finde sie nicht mehr. Ich finde diese Flaschen nicht mehr. Ich weiß, dass sie im Ausland noch zu bekommen sind über Amazon. Da habe ich aber keine Lust drauf, mich damit zu beschäftigen und auch noch in einer anderen Währung zu bezahlen. Der wird jetzt noch versiegelt, das gefällt mir nicht, der hat sich was aufgezogen. Und ja, also im deutschsprachigen Raum kann man sie nicht mehr ordern, weil ich, oder sie haben sich umbenannt. Das glaube ich noch viel mal mehr, dass sie jetzt einen anderen Namen tragen, weil es da wahrscheinlich Probleme gegeben hat, weil der Name Beatles, ja, es heißt tatsächlich Beatles, naja, über das S kann man sich noch streiten, weil es die Mehrzahl ist, aber ich glaube, die haben Probleme bekommen. Aber ich finde die halt echt klasse hier. Ich finde die echt gut. So. Der ist versiegelt. Ich nehme den mal runter. So, jetzt nehmen wir uns den anderen nochmal dazu. Der will ja auch noch gleich eine Farbe haben. Das ist halt das Blöde bei diesem Glasgel, dass man halt hier echt dreimal drüber muss. Ich mache es gerade und lasse es härten. Und dann können wir uns übers Röschen unterhalten, wie ich es mache. Und das ist natürlich jetzt Info für Anfänger, die sich damit auseinandersetzen wollen und üben wollen. Also bitte alle, die da perfekt unterwegs sind, Verständnis haben für alle die, weil ich glaube, wir haben hier so viele in der Mehrzahl, die wirklich im Lernen sind und am Umsetzen sind. Die sollen natürlich auch die Chance bekommen. Also, wie mache ich es? Also, unabhängig jetzt davon, dass ich jetzt mit dem Blooming Gel gearbeitet habe, mache ich das folgendermaßen. Nicht wundern, ich hatte schon mal versucht, ein Video in der Richtung zu drehen. Das hat gefloppt. Also, wenn das euer Nagel ist, oder übt es auch erstmal auf dem Papierchen. Oh, wartet mal, ich habe doch hier Papierchen. Ich habe doch ein echtes Papierchen hier liegen. Moment. Dann habe ich wenigstens richtigen, besseren Untergrund. So, meine Merkzettelchen. Also, wenn ihr das Röschen malt, jetzt muss ich, glaube ich, bunt werden, sonst seht ihr gar nichts mehr. Schwarz. Ich habe alles hier. Also, kommt mal ein bisschen rein, ihr Lieben. So, ihr fangt an. Das mittlere der Rose mache ich so,
als ein Kringel, wie als würde ich schnörkeln wollen, ja, also hier so der Schnörkel, ja, den mache ich einen Punkt, also wenn ich jetzt ohne Blooming-Gel arbeite, ohne Flower, was auch immer, zum Aufziehen, es geht jetzt nur ums Röschen in der Form, Tröpfchen absetzen, einmal und schön den Pinsel dann hochhalten, schön so hoch wie möglich, einmal so, also kein C, viele machen gleich am Anfang ein C, das mache ich nicht, es gibt welche, die machen ein C und legen dann noch ein C rein, das mache ich nicht. Ich mache hier einen Tropf hin und ziehe mir eine Spirale, dann habe ich hier eine offene Stelle, also so, und dann gehe ich her und mache ein offeneres C, schließe quasi hier die Stelle und dann nehme ich wieder Farbe auf und setze die mir hier auf als Tröpfchen und ziehe mir das hier so raus. Seht ihr das? So sieht das bei mir aus. Dann korrigiere ich hier und da noch, wenn mir das zu auf ist, ja. Dann nehme ich mir die nächste, in Anführungsstrichen, offene Stelle, auch wenn ich sie jetzt hier leicht geschlossen habe, wieder ein kleines C. Ruhig ein bisschen zittern, das macht das Ganze echt. Ich setze mir wieder ein Tröpfchen ab und ziehe mir das hier so raus. So. Seht ihr? Bin ich im Bild. Oh. So, dann mache ich wieder ein C. Das wird natürlich immer größer, ein Tröpfchen absetzen und hier das Verstärken quasi. Ja, rausziehen, verstärken. So, und so bildet sich das. Ich habe es jetzt oft gesehen in der Vergangenheit, als ich das geübt und gelernt habe. Also die meisten machen C und C, das greift ineinander, dann steht hier und hier eine offene Stelle. Und dann legen sie quasi, lasst mich überlegen, wie machen sie es? Sie legen in der Mitte ein bisschen mehr ab. Und ziehen es dann rechts und links raus. So machen es dann welche. Oder viele. Ja, also C. Ja, und die haben halt so viel Masse, dass sie dann rechts und links rausziehen, damit das hier an diesen Stellen hier quasi dünner wird. Ne? Also hier soll ja dünner sein. Und ich habe es genau andersrum. Ich setze mein C, ich lege einen Tropfen ab und erweitere mir dieses Blättchen quasi. So, fertig ab. So ist meine Vorgehensweise. So, jetzt wisst ihr das auch in der Theorie. Auf dem Blatt. Und dann spielt es jetzt keine Rolle, was ihr für einen Untergrund habt, ob das jetzt was zum Aufspringen ist oder nicht. Ja, hier müsst ihr halt nur bei dem Aufspringen beachten, dass ihr genug Luft drunter zwischen den Blättern lasst, damit es überhaupt aufgehen kann. Weil sonst klappt es nicht. So. Ich lasse den nochmal versiegelt. Den versiegelten nochmal kurz aushärten, weil das braucht 120 Minuten. 120 Minuten, jawohl, super. Oh, hast du klasse hingekriegt, jetzt Kaffee-Tee. Nein, natürlich nicht 120 Minuten, sondern 60 Sekunden, sprich verdoppelt. Bei den Versieglern meistens 120, bei den einen oder anderen reichen auch 60 aus. Das kommt jetzt immer auf die Textur an. So, jetzt kriegt er noch seinen weiteren Anstrich in dem Blö-Blau-Blau. Blö-Blau-Blau. So, weg damit. Gut, und damit habe ich euch gezeigt, wie ich meine Röschen mache. Ich habe das auch noch mal matt gearbeitet. Tata, wartet. So, hier ist ein Matt. Sieht auch sehr schön aus. Und ja gut, das muss man halt mögen, weiß und blau in Kombination, aber ich finde es sehr schön. Ja, und es erinnert mich eben an dieses entsprechende Geschirr. Ja, so ist das manchmal, ne? Und so, jetzt sind die beiden fertig. Jawohl, das sind sie. Sehr schön. Ich bin wieder alles aus dem Bild. Ich muss euch jetzt rausfahren, es nervt. Wenn ich nicht in der Linse stecke, wo ich hingehöre. Na, ist ja doof. So, gut. Ihr Lieben. So, wo ist meine Aristo? Hier ist meine Aristo. Die ziehen wir gerade gleich mal an. Dass es eben für euch auch ein schönes Bild hier gibt. Aber ich habe, glaube ich, einen noch zu versiegeln. Und wir können das ja auch mal matt machen. Ganz verrückt in der Kombination Sichtweise. Mein Matt, das ist glänzend. Das machen wir auch gerade. Die kriegen beide noch matt drauf. Wo haben wir ihn? Oh, jetzt spricht sie wieder. So, kriegen die eine Mattversiegelung. Der Daumen ist ja auch matt gearbeitet. Und da ist das auch mal wieder eine Besonderheit an Design. Was man durch das Geschirr
in meinem Kopf sich entwickelt und inspiriert hat lassen. Warum nicht? Also, Entschuldigung, warum nicht auch mal sowas tragen? Sonst sehen wir ja immer die typischen Aufspringrosen in Form von Rot und Schwarz und Weiß. Aber so, das finde ich jetzt auch sehr zauberhaft. So, wir lassen gerade die Versiegelung aushärten, ihr Lieben. Ich bin gerade überlegen, ob es noch was zu sagen gibt. Ja, nicht wundern, ich habe ein paar Videos vorgedreht, weil die Sommerferien stehen jetzt an und ich werde mit meiner Familie jetzt mich etwas zurückziehen, aber ihr seid trotzdem mit Videos versorgt. Das lasse ich mir nicht nehmen und ich hoffe, ihr seid da auch zufrieden, dass es dann hier keine, wie heißt das, Ausfälle gibt oder ja, mal eine Ruhephase gibt oder so, sondern dass es tatsächlich, dass ihr weiterhin mit Input und Inspiration und Unterhaltung quasi trotzdem versorgt seid, obwohl ich nicht wirklich da gewesen bin. So, gut, ihr Lieben, der hat noch ein Näschen. Das ist wieder so typisch bei diesen Full-Cover-Tipps in der Verarbeitung. Aber wir sind durch. Das Design ist geschaffen. Jetzt noch ein bisschen schön machen. Nachher sieht man es nämlich auf dem Foto. Genau, so. Ihr Lieben, schaut es euch an. Das sind sie. Glänzend matt. Hier nochmal weiß. Mit Röschen auch matt. Sieht auch toll aus in matt. Ich habe das jetzt, ich mache das immer ganz gerne, dass ihr beides seht in der Kombination. Deswegen haben wir es jetzt so gemacht. Hier ist ein bisschen Staub drauf, jetzt vom Feilen. Ja, ihr Lieben, das ist mal ein, ich möchte gar nicht sagen, bäuerliches Design. Also überhaupt nicht, weil das ist ja, kommt ja von der Bauernmalerei, die Inspiration jetzt. es ist mal was sehr Erfrischendes, würde ich sagen. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, übt euch in Rosenmalen oder Zeichnen. Das hat nichts mit Perfektion zu tun. Einfach machen und ausprobieren. Vielleicht auf die eine oder andere Weise schauen, was einem am besten liegt. Die Techniken sind so unterschiedlich. Übt euch da, was für euch der beste Weg ist letztendlich. Ah ja, Frösche meldet sich auch mal wieder seit langem. Ich würde sagen, bisher noch nicht weiter, ihr Lieben. Fühlt euch inspiriert von mir, fühlt euch gedrückt. Ich sage euch danke für, ja, für alle Treuen, die schon immer dabei waren, für alle, die dazugekommen sind und die, die vielleicht noch dazukommen. Fühlt euch eingeladen, mitzumachen, nachzuarbeiten und einfach eine Unterhaltung zu genießen am Nageltisch. Und ja, bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen und wir sehen uns zu dem einen oder anderen Video wieder hier bei mir bei Nails, Coffee and Tea. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.